Herzlich willkommen beim Motorradmagazin. In diesen Minuten findet gerade die Honda-Pressekonferenz vor der ECMA statt. Ich habe das Video natürlich schon einen Abend davor gedreht, weil ich habe gerade die Fotos der neuen Fireblade gesehen und seitdem kriege ich mich nicht mehr ein. Ich habe das Ganze jetzt schon im Video besprechen müssen, euch ein bisschen vorstellen, weil ja noch nicht alle den Weg auf unsere Website finden. Beziehungsweise das Heft kommt auch jetzt in 2 Wochen raus. Da findet ihr dann mehr Informationen zu den ganzen Neuheiten. Aber ich muss einfach jetzt kurz einmal diese neue Fireblade zeigen und vorstellen. Warum ist das Ganze so aufregend? Na, weil Honda sich bis jetzt bei den Supersportlern immer in so nobler Zurückhaltung geübt hat. Bis auf dieses sündteure Sondermodell, diesen echten MotoGP-Ableger RC213V-S. Von der jetzt die neue Fireblade auch ein paar technische Schmankerl übernommen hat. Aber ansonsten hat man gemeint, naja, das geht um Fahrbarkeit, es geht um die Kraft aus der Mitte und nicht um Spitzenleistung. Aber offensichtlich hat man das jetzt über Bord geworfen und die Japaner haben richtig Vollgas gegeben. 217 PS bei 14.500 Touren, 112 Newtonmeter, das klingt nicht so beeindruckend, aber die Spitzenleistung ist unfassbar, was man da draufgelegt hat zur letzten Fireblade. Unter anderem dafür verantwortlich sind die von der RC213 übernommenen Titanpleuel, geschmiederte Alukolben und viele weitere Änderungen, die ich jetzt nicht alle im Detail aufzählen will. Es geht ja schließlich ums Ergebnis. Und wir haben angeblich auch die größte Bohrung aller tausender Supersportler. Auch das Verhältnis genauso übernommen von der RC213. Also das sind schon einmal ein paar Eckdaten, die den Puls höher gehen lassen, zumindest bei mir. Was wir noch haben, Launch Control jetzt dabei bei den technischen Fahrhilfen. Wir haben ja natürlich eine IMU an Bord, 6-Achsen-IMU. Wir haben Traktionskontrolle, 9-stufig, 2-stufiges ABS, zumindest steht so in den Unterlagen, dass wir 2 Modi haben beim ABS, Sport und Track, und Fahrmodi haben wir 3 zum Einstellen. Dann haben wir auch ein Keyless-Go-System zum Beispiel, 5 Zoll TFT-Farbbildschirm, schaut auch unglaublich hochwertig aus und auch gut übersichtlich, zumindest jetzt von den ersten Bildern zu urteilen. Wir haben einen 3-stufigen Lenkungsdämpfer, Quickshifter serienmäßig. Also voll ausgestattet, elektronisches Öl ins Fahrwerk, statt der Nix-Gabel haben wir jetzt eine MPX-Gabel drauf, 43 mm, größere Bremsscheiben, die neuen Brembo Stylema Bremszangen drauf, auch da noch einmal ein bisschen was draufgelegt, ein bisschen nachgelegt bei der ganzen Ausstattung. Sie wiegt angeblich 201 Kilogramm vollgetankt. Das werden wir dann noch überprüfen. Kommendes Jahr wollen wir dann auch versuchen, alle Motorräder wirklich auch selbst zu wiegen. Und werden wir sehen, wie nah, wie ehrlich da die Hersteller sind. Was wir so bis jetzt immer wieder mitbekommen haben, ziemlich ehrlich. Also 201 Kilo, 217 PS, das ist jetzt kein so schlechtes Leistungsgewicht. Wir haben ja noch ein paar andere PS-Monster, die nächstes Jahr den Markt entern werden. Unter anderem Ducati Street Fighter V4, das Naked Bike auf Basis der Kawasaki H2, die ZH2. Die sind ja alles echte PS-Monster. Da würde sich fast ein Vergleich anbieten, all dieser PS-Monster. Da brauchen wir dann entsprechende Fahrer. Die haben wir aber eh auch beim Motorradmagazin. 200er Reifen, der wahrscheinlich jetzt die Leistung, die Mehrleistung auf den Asphalt bringen soll, statt eines 190ers. Also ich glaube, jetzt haben wir einen 200er 55 17, vorn Standard 120 70 17 Pirelli Diablo Supercorsa SP. Dann haben wir ja auch einen neuen Diamond Alurahmen. Und vorne, das ist natürlich ein ziemlich auffälliges Detail, die Winglets, die ein bisschen mehr
Anpressdruck erzeugen sollen, das Motorrad auch am Boden halten, dass es nicht abhebt. Eigentlich könnten es wahrscheinlich schon fliegen, die Dinger, wenn sie größere Flügel hätten. Aber das wollen wir nicht, wir wollen am Boden bleiben. Und ich bin gespannt, wann die echte Fahrpräsentation stattfindet. Wie gesagt, jetzt in diesen Minuten, wo ihr dieses Video seht, wo wir es freischalten dürfen, sehe ich schon die Fireblade live. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Bilder einfangen. Da ist natürlich die internationale Presse vor Ort. Das ist immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn so ein Motorrad präsentiert wird. Es gibt ja auch viele Sondermodelle, Überarbeitungen, Facelifts, die sind auch okay, auch interessant, was verfeinert wurde, was verändert wurde. Aber sowas, so ein Schritt, das ist ein echter Hammer. Und ich glaube, ihr seid, also ich denke mal, wenn ihr euch das Video anschaut, seid ihr genauso aufgeregt wie ich. Und schenkt mir deshalb oder der Fireblade einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und hinterlasst einen Kommentar. Was glaubt ihr, wie lange wird dieses Wetterrüsten noch weitergehen? Werden wir irgendwann 250 PS haben, 300? Ich bin gespannt. Ich würde mir es ehrlich gesagt auch wünschen, weil mit der Elektronik kann man das eh alles ein bisschen kontrollierbar machen. Und das muss einfach sein, das gehört zum Motorradfahren dazu, oder? Leistungsschlachten, herrlich. Und dass sich da jetzt Japan besonders Honda daran beteiligt, da freut mich besonders. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und natürlich gibt es jetzt dann 20, 30, 40, hoffentlich 50 EICMA News auf unserem Motorradmagazin-Kanal.